Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolopp und Gerst. Es ist Zeit für ein weiteres Video rund um Destination und rund um die Reisefotografie. Heute geht es darum, wie wir mit unserer Ausrüstung zu dem jeweiligen Ort kommen, wo wir dann Destination drehen. Und da gibt es einen ganz besonders häufig nachgefragten Tipp rund um den Transport von Ausrüstung mit dem Flieger. Wir haben eine relativ günstige Variante für uns gefunden, die wir sehr, sehr, sehr ideal finden und die basiert alles aufgrund oder rund um diese Tasche, die sich hier gerade dreht. Das ist hier eine, ich würde sagen, Fototasche kann man sie schon nennen. Es ist so eine Art Mini-Fototasche oder Fotokoffer von Neua. Kostenpunkt um die 30, 40 Euro, die innen drin so aussieht, dass man eben, wie gesagt, hier schöne Einteilungen innen drin hat, aber auch gleichzeitig natürlich im Deckel. Und jetzt kommt es. Wir sortieren unsere Ausrüstung in diesen Untertaschen ein und die wandern dann verpackt in die jeweiligen Transportkoffer. Wir haben dabei Hartschalenkoffer, das heißt also Hartschalenkoffer, die dann Stöße und irgendwelche Gewalten abhalten, sodass eigentlich wir eine sehr gute Ordnung bereits vorweg haben. Beim Packen kann man also richtig schön reinsortieren, was man jeweils braucht und was man nicht braucht. Und dann kann man eben auch schauen, dass diese Sachen schön behalten an den Ort dann kommen, wo man sie aus- und einpackt. Dabei sollte man noch checken, ob die jeweilige Versicherung auch den Transport im normalen Reisegepäck versichert. Das heißt, normalerweise ist bei Flugtransporten jeder Koffer nur bis zu einer bestimmten Höhe und bis bestimmten Geldsumme versichert. Und die ist meistens so gering, dass man davon nicht mal wirklich eine Fotoausrüstung bezahlen könnte. Da sollte man also mit seiner Fotoversicherung, die man für solche Reisen sowieso abschließen sollte, fragen, ob das auch wirklich versichert ist. Wir machen auch teilweise Beweisfotos, wenn wir die Koffer packen, einfach um nachher auch zu belegen zu können oder auch uns erinnern zu können, was war im jeweiligen Koffer drin. Also, relativ günstige Taschen, die sehr, sehr, sehr schön Ordnung erzeugen und mit denen man dann vor der Reise und nach der Reise die Ausrüstung an und vom Ort des Geschehens wegbringt. Viel Spaß bei Destination Namibia. Nicht vergessen, es gibt auch noch Destination Neuseeland, das war unsere erste Strecke. Und auch wenn die so ein bisschen mehr Patzer hat, ist sie trotzdem noch super schön anzugucken und natürlich ganz anders als in Namibia.